Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker 2 Online. Ich bin euer Basti, schön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Wenn dir das Video gefällt, lass gerne ein Like da oder einen Kommentar oder aktiviere die Glocke. So, die heutige Folge Super Mario Maker am Sonntag wird es leider ohne Facecam geben, weil mir geht's absolut nicht gut. Und ich muss auch mal sehen, wie lange ich hier die Folge mache. Mich hat es irgendwie ganz schön stark erwischt mit Magen-Darm oder so, aber ich möchte ganz brandaktuell diese Folge Win10 bringen, auch wenn sie vielleicht nur 10 Minuten geht oder so. Aber wir schauen uns die beliebtesten Level an und fangen an mit dem ersten, Shot Shell 2. So ein ähnliches Level hatten wir, glaube ich, den letzten Sonntag schon. Wo wir verschiedene Gegner abschießen müssen, ne? So. Und mal gucken, das hat wunderbar geklappt beim ersten Mal, sehr gut. Das ging schnell. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber okay. Boing. Wunderbar, da kommen wir auch durch. Dann haben wir sogar einen Save Point. Also wie gesagt, wenn ihr merkt, dass es euch nicht gefällt, das Video, ist kein Problem. Aber ich werde trotzdem versuchen, hier irgendwas Gutes rauszukriegen für euch. Und dass wir uns in ein paar Level uns anschauen zusammen. Wunderbar. Ich denke mal, ich habe ja auch mehr Glück als Verstand. Boing. So, warte mal. Ach ja. Ich wollte gerade sagen, da öffnet sich ja nochmal eine Tür. Und dann gibt es natürlich nochmal einen Bosskampf, bei dem wir relativ schnell reagieren müssen, sonst denke ich mal, sind wir hier tot durch diesen Stachel dort unten, der uns den Boden unter den Füßen wegnimmt. So, bekommen wir noch ein THX hier am Ende? Ach nee, ein End-Button. Wunderbar, und da sind wir. Okay, das erste Level habe ich eigentlich relativ gut gemeistert. Das hat mir auch gefallen. Damit kann ich eigentlich leben. Sehr schön. Zwar 15 Sekunden langsamer als der Weltrekord. Aber naja. So, Minigameland. Mit einer Abschlussrate von... Was hat man? 43%. Okay. Ich hoffe, wir müssen hier nicht nur nach rechts rennen und drücken. Okay, Start. Was kriegen wir hin? Und wir sollen die Unterschiede finden. So, wo ist hier ein... In der Mitte, da ist eine grüne Röhre. Das haben wir ja eigentlich relativ schnell gefunden. So, jetzt wollen wir mal schauen. Hier hinten ist ein anderer Block da, an dem... In dem Greifer dazwischen, genau, da ist nämlich so ein P-Block. Timing. Okay, ich denke mal, jetzt muss man schnell sein, oder? Okay. Hä? Ah, okay, wir müssen... Ach, hier komme ich da schon... Wo ich jetzt? Jetzt muss ich erstmal schauen, was ich überhaupt machen muss. Timing. Okay, jetzt kommt es auf Timing an. Ein Powerblock haben wir weg. Bei dem zweiten brauchen wir noch ein bisschen. Warum klappt das mit dem nicht so richtig? Okay. Ich weiß gar nicht, kann man hier eigentlich sterben bei dem Level? Und jetzt muss man schnell sein. Okay. Das sollten wir theoretisch gesehen auch hinbekommen. So. Okay. Jetzt könnte es natürlich schon... Ah ne, es hat noch gerade so ausgereicht hier. Und jetzt sollen wir auch noch rennen. Gab es denn einen eigenen Speicherpunkt? Ich glaube nicht, ne?
Okay, wir bekommen auch noch einen kleinen Speedrun hier. Den nehme ich natürlich mit und dann sind wir auch durch. Schade, dass man nicht oben ist. Dass man die Fahnenstange nicht ganz oben. Aber ich glaube, mein Leben sollte es hier eigentlich genug gegeben haben. Von daher, ein solides Level. Hat Spaß gemacht. Und wir können natürlich weitermachen. So, Refreshing brauchen wir nicht. Automatik brauche ich nicht. Themenlevel wie Sports ist immer noch oben. Ich glaube, ach komm, wir gucken mal rein bei 73%. Ich glaube, das war den letzten Sonntag schon relativ weit oben. Oder ich verwechsel das jetzt mit irgendeinem anderen Level. Okay, auf geht's. Start. Okay, Bowling. Das war natürlich schlecht. Okay. Toll. Mann, ich brauche doch nur diese große Piranha-Pflanze da. Ja. Bekommen wir mehrere Level? Wir bekommen mehrere Level. Okay. Sehr gut. Das war einfach. Und jetzt müssen wir Tennis spielen. Okay, wir müssen Bum-Bum da unten erwischen. Na komm, schieß raus. Sehr gut. Einmal müssen wir noch treffen. Und da haben wir es. Jawohl. Ich muss natürlich auch durch die Tür gehen. So, was hat man jetzt? Frisbee, oder? Okay. Wunderbar. Ah, das reicht noch. Okay. Ich habe schon gedacht, das passt nicht mehr. Aber das sah eigentlich ganz gut aus. Oh, jetzt habe ich einfach geschossen und habe gar nicht damit gerechnet, dass der da schon durchgeht. Jawohl, wunderbar. Jetzt verlieren wir unser Power-Up wieder. Und bekommen eine 30er-Münze und müssen jetzt hier durch. Okay, haben wir noch ein Spiel? Okay, Pfeil und Bogen, das ist immer sehr geil eigentlich. Wunderbar, jetzt hier unten den On-Off-Block. Ah, den hier unten. Jetzt. Sehr gut. Da hinten nochmal drauf. Okay. Super, das haben wir auch geschafft. Jetzt kommt das letzte Level. Okay, Boxen gegen Bum-Bum wahrscheinlich. Ja. Komm mal her, Bum-Bum. Du bist doch gar nicht so ein Gegner für uns hier, ne? Das rein. Es wäre schön, wenn noch ein Bum-Bum gekommen wäre. Drei Leben, genug Münzen. Und dann denke ich mal, ja, sind wir auch durch. Wunderbar. Ihr merkt schon, ich bin heute nicht so voller Elan, von daher nehmt es mir bitte nicht übel. Ich denke mal, ich werde auch keine 30 Minuten hier den Part lang machen. Kürzere Parts sind ja sowieso bei solchen Spielen immer relativ okay. So, Musik, Kunst, Technik. Patient Swamp Platforming. Okay, mal sehen, ob ich das hinkriege mit meinen Kopfschmerzen und Bauchschmerzen und naja, alles andere, was noch so kommt. Also es ist kein Corona, ich habe mich testen lassen, das ist Fakt. Ist halt wahrscheinlich eine normale Magen-Darm-Grippe. Die soll es ja normalerweise auch noch geben, denke ich mal. So. Wunderbar, hier sind wir durch. Gibt es hier ein Leben? Nein.
Hätte ich gut gefunden, wenn es da ein Leben gegeben hätte. Oh Gott. Und das war's. Da hätte ich leider den Onscreen-Schalter-Switch drücken müssen. Ach, schade. Okay, okay. 30er Münze nehmen wir mit. Da gucke ich jetzt gar nicht, ob es da vielleicht ein Leben gegeben hätte. So. Wunderbar. Eigentlich komme ich doch bis jetzt relativ gut durch. Jawohl, guckt mal, das haben wir geschafft. Ah. Sehr schönes Level. Ich hatte auch erst überlegt, vielleicht ein paar zu machen ohne Kommentare, aber das ist ja genauso blöd eigentlich. Deswegen schauen wir mal Musik, Technik, Dark Mansion Platforming. Den nehmen wir auch noch mit, 8%ige Abschlussrate und vielleicht dann noch ein Speedrun und dann werde ich, denke ich, mal den Part beenden. Also immer so bei 15 Minuten, das sollte eigentlich ausreichen. Je nachdem, wie lange wir hier brauchen werden. So, da muss ich rein, sagt mir der Pfeil. Und es gibt sogar einen Checkpoint, yeah. Da bin ich entweder zu spät gesprungen oder zu kurz. Vielleicht auch beides. Könnte natürlich auch sein, ne? Okay, schön mit den Pfeilen angezeigt, wo ich hier hin muss. Uiuiuiui. Okay. Ich denke mal, entweder Ziel oder... Ah, na gut, noch ein Speicherpunkt, sehr schön. Okay, das war knapp. Uhuhuhu, das war mehr als knapp, du. Oh nee. Okay, ich sehe aber schon das Ziel. Ach, durch, wunderbar. Ach, wenn man krank ist, tut ihr noch irgendwie alles weh. Ist schon schlimm. Aber naja, was soll's. Okay, wir gucken mal, ob wir jetzt noch einen Speedrun finden. Ah, wir haben ja noch so ein Technik-Platforming-Level. Ich würde die eigentlich alle gerne machen, aber ich werde noch den Simple Speedrun machen mit 23% und dann sind wir leider für heute durch. Es tut mir echt leid, dass die Folge nur so kurz ist, aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem euren Spaß. Auf geht's. Zum letzten Level. Es soll ja ein simpler, ein leichter Speedrun sein, ne? Jawohl, okay, das war wirklich ein relativ leichter Speedrun. Aber bin ich eigentlich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, nicht böse deswegen. Und ja, ich werde auch den Part hier beenden und mal sehen, wann ich wieder in der Lage bin, neue aufzunehmen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ihr könnt gerne einen Daumen nach oben dalassen. Vielleicht sogar, wie gesagt, ein Like, ein Abo oder aktiviert einfach die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Basti. Tschüssi. Zombie Apocalypse.